Na, guck mal, warum haben wir das gleiche T-Shirt an? Wie geht's? Prost! Fängt das schon wieder an. Genau. Und dann haben die gesagt, nee, ganz schnell raus. Hallo meine Lieben, heute habe ich zwei ganz besondere Gäste in meinem Video. Einmal den Kevin M aus K und meine Schwester Vanessa. Und wir haben uns heute überlegt, da wir sowieso hier zusammensitzen, machen wir ein Tag-Video. Und wir haben so ein bisschen geguckt, so nach Challenges und haben uns überlegt, was wir machen können. Da haben wir gedacht, wir machen einfach die Extreme Best Friend Sister Tag vereint. Und die beiden müssen jetzt raten, was meine Lieblingsdinge sind und die Fragen beantworten. Und wir machen es jetzt so, die beiden schreiben auf ihren Zettel, was sie denken, was meine Antwort ist, kann man das so erklären? Die richtige Antwort? Genau, was die richtige Antwort ist, und ich schreibe meine Antwort, welche die richtige ist, hier drauf. Und am Schluss zeigen wir das alle. Und dann können wir gucken, wer am meisten weiß und wer die bessere Freundin und Schwester ist. Der bessere. Ich. Das werden wir mal sehen. Du bist eine unbekannte Schwester, die niemand kennt. Ganz, ich kenne überhaupt niemanden. Von daher fangen wir jetzt an. Erste Frage ist, beschreibt mich in einem Wort. Genau, also ihr müsst jetzt praktisch mich in einem Wort beschreiben. Was du schreibst. Ja, ich schreibe ja nichts gerade. Ihr müsst mich in einem Wort beschreiben. Ich gebe dir was vor, hübsch. Ja, genau. Toll. Soll ich jetzt eingebildet draufschreiben? Oh, nein. Bitte in die Kamera zeigen. Was steht da? Wein. Okay. Attention. <so. lacht> Also ich würde sagen, Vanessa kriegt den Punkt, Kevin, dein zwar unnötig und dumm. So. Nee, Quatsch. Der Kevin, der sieht nur Wein. Der Kevin schreibt das auf, was er sieht. Ja. Dann die zweite Frage, jetzt kommen wir zu den richtigen Fragen, wo ich auch meine Antworten hinschreibe, und zwar, was ist meine Lieblingsfarbe? Also Leute, streckt euch an. Ich glaube, man kann es nicht lesen. Was habt ihr geschrieben? Türkis. Türkis! Schwarz. Ah, schlecht, Mann. Das ist meine Lieblingsfarbe, schwarz. Du hast nur schwarz an. Das hat damit nichts zu tun, was meine Lieblingsfarbe ist. Als nächstes haben wir Spitzname, habe ich jetzt hier stehen. Hm. Oh, schwer. Mein Spitzname. Kevin schreibt irgendwas, was keiner weiß. Ja, das. Okay, meine Antwort ist Becky. Was habt ihr geschrieben? Becky. Und du? Glitzerschlampe. Glitzerschlampe, richtig, ihr habt beide recht. Wow. Als Hintergrund, ich hatte mal in der Realschule Buffalo-Schuhe, die aus silbernem Glitzer bestanden. Ganz schön peinlich. Und die hatte ich dann immer in der Schule an, weil das ist mir egal, ne? Und dann haben dann Leute den Spitznamen Glitzerschlampe erfunden. Die Naja. Wahrscheinlich grüßen wir auf den Kästchen. War das der? Mhm. Ah ja. Oh. Ah ja. Die haben das ein bisschen angemalt. Als nächstes habe ich noch eine Aufgabe, die eher ein bisschen interaktiv ist, und zwar eure beste Becky-Impression. Also wie könnt ihr mich am besten nachmachen? Hallo meine Lieben! Sehr gut. Und Fotoface. Juhu, ihr habt es genau getroffen. Hallo meine Lieben! Und dann, die Frage ist gut. Nenne zwei meiner drei Idole. Let's go! Okay, zeigen. Ich glaube, ich habe den richtig geschrieben, gell? Was habt ihr auch geschrieben? Michael Jackson und Walt Disney? Ja. Steve Jobs. Ja! Ich hab auch geschrieben, Michael Jackson, Walt Disney, Steve Jobs und John Lasseter. Das ist der von Pixar. Ja. Juhu, ihr kriegt beide einen Punkt. Super. So, als nächstes kommt, was esse ich am liebsten bei Vapiano? Nizza-Salat. Salat Nizza. Ja, richtig. Oh, wow. Ganz schön schwer. Als nächstes haben wir, was ist meine Lieblings-Make-up-Marke? Das ist jetzt eigentlich schwierig. Ich glaube nicht, dass es stimmt, aber... Zeig mal. Also. Hast du geschrieben? Ich wollte auch erst Nas. Ey, das ist aber ein Teil, ja? Also, weil du eben gesagt hast, ja. Ja, ich habe auch gedacht, okay, dann aber ist es nicht Mac. Nein, weißt du was? Ich habe nämlich mehr Sachen von Mac als von Nas. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay. Vielleicht, wenn es hier kein Nas gibt. Mein allerliebster Ort auf der Welt. Ups, ich halte schon in die Kamera. Ich auch. Was hast du geschrieben? Disney Pumpkin Spice Land. Ja! Das wäre mein allerliebster Ort. Ja, aber Disneyland ist schon gibt's mal... Gibt's leider nicht. Korrekt. Korrekt. Als nächstes... Ach ja. Das ist so anstrengend hier. Als nächstes haben wir... mein Lieblings-Starbucks-Getränk. Ist aber schwierig, gell? Aber mein All-Time-Favorite. Ja.
Ja. Ja, okay. Okay. Ja, ich hab Eiskaramell-Latte. Ja. Chai-Tea-Latte, das trinke ich nie. Nicht? Doch, ich trinke es auch gerne, aber nicht so oft. So. Also, wuhu! Okay, jetzt habe ich noch was mir überlegt, und zwar mein ultimativer Traumurlaub im Moment. Ach so. Voll gut. Dass ihr das wisst, aber ich rede ja auch immer nur davon. Okay, was habt ihr geschrieben? Utah, Schnee, Hütte, Weihnachten. Berghütte. Hütte auf Bergen, yippie! Das hat doch mal ein bisschen mehr excited hier. Berge dazu gemacht. Als nächstes kommt mein All-Time-Favorite-Musiker. Musikerin. Beides. Ich weiß es gar nicht. Zwei. Nein. Wie kommst du da nicht drauf? Zeig mal. Hast du auch geschrieben, ne? Schon Lesbian Hannah. Guck mal, wie wir alle MJ geschrieben haben. Süß. Juhu, das heißt Michael Jackson. Nee, oder? Was? Das nee, für die Leute. Ich dachte Mary J. Blige. Oh Gott. Das ist meine Hassmusikerin. Dann als nächstes. Oh je, das weiß ich selber nicht mal, glaube ich. Mein Lieblingslied. Ich weiß es. Warte. Ja, ich auch. Und? Dirty Diana. Dirty Diana, das war noch nie mein Lieblingslied. Doch. Nee, ich mag doch, das nicht so. Doch. Kevin wieder voll verkackt, Alter. Was haben, wir haben geschrieben We Found Love und Rihanna natürlich. Nee. Egal, nice try. Mein Lieblingstier. Haben wir alle auch noch den Namen schreiben. Jay. Ja, ich hab beide gefunden. Dann haben wir noch, wenn mein Haus brennen würde, was würde ich als erstes mitnehmen? Als erstes, oder mach doch drei Sachen. Das ist lustiger. Okay. Drei Sachen. Wenn mein Haus abbrennen würde, was wären die ersten drei Sachen, die ich mitnehmen würde? Was habt ihr geschrieben? Jetzt bin ich aber gespannt. Jay. Okay. Mac-Sachen. Ach so. Und iPad. Ich habe geschrieben Geld, Jay und Schminke. Voll falsch. Also als erstes natürlich Jay. Dann mein External Hard Drive von meinem PC, weil da alles drauf ist, und meine Handtasche, weil ich keinen Bock habe, meine Ausweise neu machen zu lassen. Das ist mein Der kann ja selber laufen. Schminke! Jay kann auch selber laufen. Was? Jay kann auch selber laufen. Nein, er kann die Tür nicht aufmachen. Nein, den muss er mitnehmen. Und außerdem, wie soll ich denn die Schminke mitnehmen? Soll ich einen Koffer abholen? Oh, das war jetzt nur als Witz. Becker, lach doch mal. Dann haben wir noch was, mein Lieblingsfilm. Ich hab immer so viele. Ich könnte jetzt drei nehmen. Ich weiß einen. Sag deinen Lieblingsweihnachtsfilm. Ich sag zwei, okay? Nee, ich schreib drei auf. Wenn ihr einen davon richtig habt. Ja. Dann gilt's. Okay. Christmas Vacation. Nein. Das ist nicht mal in meinen vier. Was? Rapunzel. Ja. Was? Also ich hab Django Unchained. Den hab ich durchgestrichen. Ah, ich Tangled. Django Unchained, da habe ich Social Network, Gatsby und Tangled. Ja, habe ich. Juhu, Kevin, leider. Social Network? Ja. Cool, dass du von Schönes gemacht hast. Was ist das? Ein Pfeil mit einer. So ein technisches Zeichnung, das haben wir beim Herr Keller gelernt. Ich denke die ganze Zeit, das ist zu. Also, ich zähle mal hier die Punkte zusammen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hat die Vanessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh nee, Kevin. Und was kriegt der Gewinner? Dafür habe ich wenigstens eine gerade Zahl. Der Gewinner kriegt die Suppe, die ich vorhin gekocht habe und die ihr schon gegessen habt. Das tut mir sehr leid, Kevin. Ist okay. Sehr schlechter Mensch. Ja, ich kann ja nichts für deinen Scheißgeschmack. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und damit sage ich Prost. Ich mit einem Wort beschrieben, Wein. Ne? Gell, Kevin? Mhm. Tschüss. Haben wir jetzt schön den Bogen zum Anfang geschlagen, ne? Ja, weißt du, Profi. Und damit sagen wir dann Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.